Samstag, der 22. April 2017. Ganz wirklich early in the morning. 7 in der Früh. Ich habe gerade das widerlichste Frühstück meines Lebens hinter mir. Aber denkt, hey, machen wir mal Frühstück der Champions. Jetzt machen wir mal die englische, die Inselvariante. Also machen wir Spiegeleier, Backbeans und Würsteln in die Pfannkaut. Die Würsteln waren flachsig, die Eier waren glibrig und die Backbeans nicht einmal gescheit warm. Es ist zum Kotzen mir schlecht. Umso mehr Kaffee. Und außerdem haben wir gedacht, lass doch mal mit dem Technomancer weiter, da, weil Abwechslung ist immer gut und Kona hängt mir auch schon irgendwie zum Hals aus. Steck ja auch ziemlich fest, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also, wieder ein bisschen Cyberpunk auf dem Mars. Und auch wenn ich schon lange nicht mehr gespielt habe, ich bin schon wieder richtig erfreut drauf. Das ist er, unser Technomancer, der Zachariah Mancer. Die haben immer so lustige. Oh, guck mal, können wir was craften? Serrated Tanto. Wieso hab ich denn sowas überhaupt? Monkey Ranch. Mesh Stuff! Das ist schon voll ausgebaut. Mit meiner Rüstung. Captain's Jacket. Soldier's Uniform Pants. Technomancer's. Entschuldigung, das englische Frühstück. Leck. Ah, und meine zwei Jackeln. Grüß den Jungs. Jeffrey Hunter und David Ward. Mit Caps Lock Gamer. Einen sehr gemütlichen, sehr maskulinen Gang. Legen wir da aufs Parkett. Und was müssen wir überhaupt tun? Kommt's mir. Wir haben. Was war denn das letzte Mal? Ich hab so. Nicht Revolution, Deserteure, glaube ich, gefangen. Channel. The Deserters, ja, das hätte ich gern. Alles fertig. Break the Opposition. Na gut, dann zerbrechen wir halt die Opposition. Wir sind ja schließlich systemgetreu. So, Opposition, jetzt bist du gebrochen. Schau, das ist die eine Tante. Unser Vorgesetzter. Ein bisschen schon. Also the character factions, the elimination of these sets as the arrest of opponents. Repeat the briefing on the arrest of opponents. The elimination of these sets. Captain, report? Yes, Lieutenant. Rest assured, potential scandal's been abolished. Everything's in order. We managed to neutralize most. Some, unfortunately, escaped. Then you didn't act quickly enough. It should have been your priority, Lieutenant. Because of your failures, all we can do now is hope that the word doesn't spread. Schimpfen wir eine andere Frau mit den riesengroßen Händen. Sergeant Boris? Boris has been arrested. He's been arrested. Take it some moral relativism stopped you from killing him. But now, because of it, we're going to have to face an internal investigation. The ASC will interrogate Boris, and even if a scandal's been avoided, our cracks will now be apparent to the powers that be. In spite of the less than perfect results, go find the quartermaster. He has your pay for this mission. But this is good. Moving on. We have new missions. Bit of a welcome change from the big chases. Got state officials arriving in Ophir today, and an ASC warning that an influx of Aurora spies in the city are planning trouble. For security, the officials will be picked up in rovers outside the city and brought to the hangars, rather than coming through the station. We've got brigades tracking the spies, but you're gonna have to usher them through the slums and make sure they get to our quarters safely. No excuses, no failures. We clear? Warum aschern wir's dann durch die Slums? About location. About the missions. The arrests, the protection of the officials. Ask about Rover, ask about officials. Who are these officials I'm being sent to babysit? Also die Senior Ministers of Agronomy. Kommunikationsoptionen sind super. Pop star singer and most importantly, some senior officials, including the high judge, a man we can't afford to lose. Whatever you have to do, just make sure you get them to their destination in one piece. Wir mal probieren.
Und was will er, wieso? What's Aurora have to gain by targeting our officials? Frag mich auch. Destabilization? Humiliation? To show they can strike anywhere at any time, even in the heart of our capital. I don't have a damn clue how they got so deep inside the city. But the only thing that's important now is to make sure whatever the hell they're planning is put to an end. Consequences could be disastrous. About the rover. We have rovers. You have Abundance's most prized relics, dating back to the colonists. Fragile and hard to fix, though, so they're used sparingly. But what we need to travel away from our shadow paths, they're damn near invaluable. They're small, though, so they're not transporting more than a few men. But who knows? You may find need for them on quick and dirty missions in the future. Ja, wer weiß. Kann man ja nicht wissen. Aber ich finde die Auswahl möglich. Was ist das? Was? Warum ist da so ein komisches Symbol da? Ah, nein, das ist die Ecken von der Fahne dahinter. Das hat nichts mit dem Insert zu tun. Ja. What the hell? Sie winkt. Sie winkt. Sie grüßt. Das ist nett von ihr. So, wo ist der Quartzmaster? Ich will meine Kohle. Da hinten vielleicht. Bist du der Quartzman? Nicht der Quartermaster, du. Da geht's aus dem Weg vielleicht. Du der Quartermaster? Na. Na, schau, das sind die Holding Cells. Das ist der da kommt der Quartermaster wohnen. Talk to Ryan Stewart. Bist du der Stewart? Ich meine, der Stewart bist definitiv. Lieutenant Zachariah Mansur? Your reputation precedes you. Promotion well deserved, I hear. I'm Quartermaster Ryan Stewart, in charge of logistics in this barracks. Equipment problems or improvement, or you need to collect your pay, I'm your man. Pay. Pleasure, Quartermaster. Pay. Captain Aliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Soldier's Steel Boots. Danke. Okay, Glas probieren. Man zahlt in Naturalien. Schuchi. Steel Boots, die sind gut, aber gesperrt. Wieso? Fügt man Strength dazu? So ein Scheiß. Ja. Naja, kann man nichts machen. Haben wir es einmal. So, Freunde, dann gehen wir jetzt. Achso, jetzt müssen wir mal einstellen. Personal Protection, das andere schiebt man aus. Nur die Personal Protection hätte ich gern. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Hier geht es raus. La 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 la. Aber auf der anderen Seite war es fürs Gescheite, oder? Oder nicht? Na. Ah na, jetzt habe ich die Stance verändert, das wollte ich natürlich nicht. Stance verändern ist doof. Und wenn man auf der Karte nachschaut. Secure the area around the hangar, secure the area, ja. Das heißt, alle Markerln auf der Karte mit einem Rufzeichen drin, auf der Minimap, führen höchstwahrscheinlich zum Erfolg. Das finde ich gut. Wer ist denn eigentlich der Herr da am Standbild? Wer bist denn du? Also die ganze Sache hat schon einen kommunistischen Hauch da. Vielleicht sind wir ja die Nachfahren der sowjetischen Siedler auf dem Mars. Gut möglich, der Mucke nach ist es das auf jeden Fall. Nicht nur der Mucke nach, auch dem Design nach. Mr. Zachariah Mansur. Aber wenn wir jetzt irgendwie das Produkt einer chronischen sowjetischen Besiedlung des Mars im Kontrapunkt zu
westlichen Besiedlungsversuchen des roten Planeten warten, dann müsste man ja anders heißen. Dann heißt er der Alexei Manzer zum Beispiel. Oder Dimitri Manzer oder so irgendwie. Tut er aber nicht. Also. Selbst wenn der Eindruck des, ja, weiß ich nicht, des Marxismus irgendwie erweckt werden soll, so stalinistische Ästhetik zumindest, funktioniert es nicht hundertprozentig. Tut auch nicht kehren. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ah, die Richtung stimmt schon. Bist du ein Feind? Hau mich nicht. Mach it. Lieutenant, should we maybe get civilians away from the plaza? It might be safer. Good point. Yeah, richtig. Let's ask him to move back. Stay back. Keep moving. Screw you. You move. I live here. Ich wohne hier. Wait a minute, we live here. Charisma, zahlen oder treten? Charisma, komm. There may be an attack coming. We're just trying to keep everyone safe. An attack in the middle of a fear. Is that a joke? 75% und ich fahre ein. Stay back. Keep moving. Screw you. You move. I live here. Na, dann wird dir gedroht. I'm not telling you again. Get moving or get arrested. That clear enough? Yeah, we're leaving, prick. Ja, da, was ist wohl das jetzt? Beamtenbeleidigung? Ja, ist schon gefressen. Grüß dich, Freunde, ist auch. Verpisst euch. Citizens, gotta keep moving. Go! We're going, we're going! Und tschüss. Und wo sind jetzt unsere Freunde? Oh, der hat schon wieder Scheiße im Schuh, ja. Man sieht, da sind unsere Freunde drin, glaube ich. Und das sind die Rovers, Kettenfahrzeuge offensichtlich. Fragile schauen die aber nicht aus, ganz ehrlich. Ja, streck dich mal wieder, Schätzchen. Oh, hey there. You're the officer who's escorting us? Damn, we got lucky. Our own Technomancer. Name's Nisha. Pleasure, Zachariah Mancer. I'll get you where you need to go. Never met a technomancer before. Must be amazing to have powers like that. I gotta say, I was getting pretty worried Aurora would try to attack us on the road. But with you tagging along? We still need to be careful and stick together. Never know when danger's gonna crop up. Also Aurora ist der Feind und Ophir sind wir. Und we're leaving soon. I'm ready when you are. Wir sind. Based on the threats we received, but I was really anticipating Aurora to strike. Wer hat das gesagt? Knows no end. Ach der. Even now we are still within their reach. Simon Judge. Hello, officer. I'm Simon Judge. Hello, Mr. Judge. I'm Zachariah Mancer and I've been assigned to escort you. Mancer? A technomancer? Nein, ein necromancer. I've had the opportunity to cross paths with your kind. You're a pretty mysterious group of people. I've heard that your abilities could turn out to be dangerous, even for you. Is it true? No. It's called a surge. Intense excitement and emotions can make us generate more energy than we can usually handle. It creates an overload. If we manage to keep it in check, the effects are minor, and it can be used very effectively in combat. Result is devastating for anything around the Technomancer. Unfortunately, in extreme cases, it can lead to the death of the one who generates it. Er verputzelt von innen. Really fascinating. You are really the spearhead of the armies of Mars. Ist das so? Wer seid ihr? Namenlose Typen aus der Masse. Was ist das? Ja, man, wie Comic kann es noch sein? Mehr Comic geht nicht. Was ist das bitte? Was? Bring? Was? Niederlassen, ich kann, ich komme nicht weiter zu, ohne dass die, dass man das Licht irgendwie anhaut, ja.
Aber das ist irgendein altes Propaganda-Poster. Kannst du jetzt mal weisen auf Englisch? Na ja, gut, gut, dann gehen wir mal alles mitnehmen, was wir finden. Campt ihr dann? Sollen wir uns da noch ein bisschen umschauen? Das ist also ein Rover. Schaust ja. Schaut aus wie ein alter Tank aus die. Aus dem ersten Weltkrieg. What the fuck? Did you hear that, Lieutenant? We gotta get over there. I can't leave these people without an escort, soldier. They're vulnerable to attack. Go on, report back when you can. Stay hidden. I'll deal with the assassins. Na, geht leck. Wow. Au. Alter, die Hand hauen zu. Oh, Heiltrank 4. What the? Schon wieder einer. Ha. Was ist das jetzt? Ein Standoff? Das ist ein Standoff? Ich glaube, das ist ein Standoff. Stay hidden. I'll deal with the assassins. Da kommt einer, da kommt einer. Au, der schießt! Leck! Au! Au! Alter! Die Hunde hauen zu, das ist ja so abartig. Schau dir das an! Unglaublich. Unbackable. So, wie wird man das jetzt nochmal spielen? Und vor allem die Cameron, die lassen sich überhaupt nicht ablenken von meinen. So, Lels, eigentlich haben wir schon gehabt. Was ist, sollen wir mit dem nochmal reden? Ich weiß nicht, vielleicht gibt's Punkte, ich weiß nicht. Man kann ja skippen, oder? Ja, kann man. It's called a sir. If we manage to. Fascinating. Faszinierend. Mit Shift gibt man einen Sprint. Okay, das machen wir gleich nochmal. Das werden wir auch skippen, 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 skippen. I'll deal with the assassins. Mei! Gut ist, dass das Ding... Wow! Au! Wow! Ich meine, irgendwie... gefällt mir der Kampf. Irgendwie gefällt mir die Kämpferei. Wow! Au! Aber die Hand vorne wo dran. Help! Help! Heilung geht auch nicht instant dann. Wie viel kämen da noch? Au!
Schau, er hupft teilweise. Teilweise hupft er nicht in die Richtung, die er zum Hinhupfen anzeigt. Wow! Wird der wieder herkommen? Also das ist diese... Au! Wann die Wichser treffen, es ist abartig. Jetzt zieht er das rein und dann hupf. Haben schon irgendwo die eigenen Leute verloren, weil ich glaube, du so Saftel einschießen. Dammit. Au, au! Und dran! Ah. Der tot, ja, der ist tot. Noch einer, noch so ein Arschloch. Au! I'll get you someplace safe. We gotta go now. We're following you, officer. Trusting you with our lives. Ja, jetzt das. Let's head to the north gate. Then the guards can take you to the residence or the exchange. Kann er speichern? Ja, mach ich auch. Uff, bist du? Na, das ist richtig knackig. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Die Richtung. Mir noch. Folgt mir, ich kenne den Weg. Stressige Angelegenheit, aber irgendwie auch cool. Na, sehr gut. Es werden nicht weniger. Schau, das habe ich gemacht mit ab und zu. Ich sehe, dass die angreifen. Ah! Au! Saft! Saft? Haben wir noch mehr Saft? Ja, einen Saft haben wir noch. Leck mir am Arsch. Haben wir mehr Saft? Was war das jetzt? Was haben wir da? Eine Falle aufgelegt, okay? Gut. Ums Eck, aber wurscht. Komm, das machen wir nochmal, Freunde. Kommt her da, ihr Schweine. Wo sind sie jetzt? Haben sie verkrümmelt. Sind abgehauen. Finde ich gut. Die Richtung. Oh fuck. Oh shit. Na! Jacke leck. Au! Na geh. Geh weg, geh weg, geh weg! Na, Alter. Okay, gut. Puh.
Ja, ich finde das wirklich knackig, vor allem die Ausweichergeschichte. Und wenn mich richtig erinnert, ist Base. Rifle ist Base. Der Spezialangriff von der Kick, der Interrupt mehr oder weniger. So, jetzt müssen wir die nochmal checken. Oh! Weg da, Deppera! Schau dir das an, die Hand machen wir auf. Abartig. Bist du narrisch? Noch einmal so ein Saft. Hab ich noch? Ja, ich hab noch. Kommt der nächste. Au! Au! Alter! Wahnsinn! Der Damage, den die Tischen, ist abartig. Ich spiele auf normal bei den Göttern. Da gibt es noch mindestens zwei Schwierigkeitsgrade drüber. So, looten nicht vergessen, haben wir gesagt. Endlich mal ein Spiel, wo die Leichen liegen bleiben. So, und wohin jetzt, Dorfe? Ja, vielleicht sollen wir gleich so Fallen aufstellen da, ha? Wie war's? Das war gut, gleich nochmal so eine Falle. Au! Hey, jetzt rennt er davon. Komm sofort wieder zurück, du Arschloch, der flüchtet. Die Sau haut ab. Okay, looten. Und heilen. Zack, ziehst du eine. Das Ephedrin oder was auch immer. Ah, cool, neue Rüstung. Und einen Speicherstand anlegen. Da hilft nur was. Firis saven. Firis saven, bis die Schwarte raucht. Wer saved, spart Tränen. Kick! Kick den Arsch! Naja! Ob ihr da sicher seid? Naja! Na, er hat kein gescheites Zeug zum Looten mit. Was ist mit seiner Maze? Amazing! Wohin muss ich? Wohin muss ich? Ich habe nicht wirklich viel verloren. Werden die wieder angegriffen? Nein. Ich glaube, wir haben's. Thank you, officer. I hope to see you around soon. I'll be at the source. At the source? What is the source? Go all right? It's been awful over there. They blew up the protection shutters, so we had to evacuate everyone. Yeah, I know.
wasn't just a diversion. It was a symbol, too. Destroy the roof of a rival city, and they won't forget about it anytime soon. That's true. That's some good thinking, Lieutenant. So, are we heading back to the barracks? I'm sure the captain will be wanting your report as soon as possible. Ja, machen wir. Werden wir automatisch hinbeamt, das war gut. Dann brauchen wir wieder meilenweit durch die Gasseln von der Stadt torkeln. Vollkommen orientierungslos. Jetzt gibt's aber schon einen Orden, oder? Frau Major. Oder was du heißt. Lieutenant, I'm a little busy planning our next mission. Come back in a bit. Of course, Captain. Listen. Before you left, I got a little message from your great master, as you call him. He's looking for you. How about when you find him, you tell him you don't answer to him anymore? I get that his rank makes it hard to say no to him, Lieutenant. But I'd prefer if he kept his hands off my soldiers. Of course, Captain. Also, das bin ich? A soldier? A schlichter soldier? Wieso kann ich reporten? Lieutenant, I'm a little busy planning our next mission. Come back in a bit. Of course, Captain. Listen. Before you left, I got a little message. Ja, das wissen wir schon. Rank makes it hard to say. Of course, Captain. Wissen wir schon. Ja, was haben wir jetzt denn da? Jetzt müssen wir mal schauen, was man da alles für neue feine Sachen kriegt. Und eine Rüsse. Jacket, wieso kann ich das nicht nehmen? Weil was? Agility, Cadet Jacket. Na Moment. Genau, das ist ein Craftsman's Shirt. Da fällt mir. Ja. Schaut aber eh scheiße aus. Will ich nicht haben. Was haben wir da? Neuen Stoff. Ich hab doch einen neuen Stoff gekriegt. Wo ist denn der? Soldier's Rifle. Sonst irgendwas Neues? Hosel. Workers Pants. Was hab ich? Ja, Soldiers Uniform Pants. Na, die sind alles besser als das, was ich hab. Also, das, was ich hab, ist besser als das, was da droppt ist. Aber steigern ist jetzt angesagt. Und wir konnten. Was ist das? Das ist Warrior, das ist Technomancer, das ist Guardian, das ist Rogue. Wir gehen mal beim Technomancer weiter. Und zwar Increase Electrical Damage Cost by Gloves by 20%. Increase Fluid Regeneration, was ist das? Electric Weapon, the chance of a critical. Wie geht denn das? Kann ich da jetzt? Was ist das? Passive Skill, Fluid Regeneration. Increases the electrical damage caused by gloves. Mit Gloves habe ich überhaupt noch nichts gemacht. Oh, Fluid Regeneration. Dann bleibt man noch ein Punkt über. Magnetic Armor. Das kann man weiter steigern, das nicht. Also die großen Dinger kann man mehrmals steigern. Das ist jetzt... was, V4 oder so irgendwas? Okay, das ist was? Ist das? Nix, was ich machen kann. Remaining Points 0. Und da haben wir einen Punkt. Wenn wir da Strength nehmen, kommt man die guten Schuhe anziehen auf der anderen Seite. Energy Regeneration plus 10% Damage Cost by Technomancer Spells plus 2. Und bei der Constitution war ja auch wichtig. Bist du nicht, war das wichtig. Agility, na. Strength.
Hand-to-hand attacks. It is the most important attribute for a warrior. Damage caused by hand-to-hand attacks plus 1. Chance to off disrupting with hand-to-hand attacks plus 2. Ich nehme das jetzt nur für die Stufe schlicht und ergreifend. Wird wahrscheinlich ein Fehler sein, aber meine Fresse, was so ist. Und dann. Na, frisch. So. Die Stiefeletten. Soldier's Steel Boots. Sieht doch gleich viel besser aus. Dann kann man schauen, ob man das andere Zeug auch noch. Cadet's Gloves. Die, oh, die sind gar nicht upgegradet. Ah, das ist ja. Unequipped Helmet. Haben wir noch irgendein. Cadet's Workers Pants? Nein. Ich brauche dringend eine Werkbank, damit ich meine Dings, meine Hunch upgraden kann. Das ist schon eine Werkbank. Quip mal. Feet. Legs. Craft. Ich hätte gern was für. Verstehe nicht, wieso kann ich. Da müsste die da was einbasteln können. Warum geht das nicht? A health injection, auf jeden Fall. Metal Debris fällt mir dafür. Scheiße, wir sind Components. Naja, hilft eh nix. Einen habe ich ja noch. Kann ich vielleicht was kaufen? Bei dir zum Beispiel. Hi. Lieutenant, how can I help you? Verkaufen was? Na, verkauft man nix. Gut, jetzt sollte ich meinen Chef aufsuchen, meinen ehemaligen. Hat die Frau gesagt, da die komische. Die Sitzes, Prison Protection, Breakout Position, Finding Earth, was ist das? Quests und Secondary Quests. Breaking the Opposition. Kommt eigentlich die Completed Quests? Stört aber nicht wirklich. Break the opposition, investigate the opposition to the regime. Das machen wir jetzt einmal, weil nämlich ich nicht weiß, wo der Ex-Chef mal dumm lungert, den ich auf Ryan Stewart Team Setup. Das bin ich, da ist Workbench, Eliza Major, report back to Eliza Major, das soll ich machen. Vielleicht gehen wir nochmal zum Captain. Lieutenant, I'm a little busy planning our next mission. Come back in a bit. Of course, Captain. Listen, before you left, I got a little message from your great master, as you call him. He's looking for you. How about when you find him, you tell him you don't answer to him anymore? I get that his rank makes it hard to say no to him, Lieutenant. But I'd prefer if he kept his hands off my soldiers. Of course, Captain. Yeah, El Capitan. Wo konnte denn der sie verstecken? Wer ist er? Nische, Upper Floor. Sean Manzer, Ian Manzer. Das sind, das meine Leute? Ich glaube, das sind meine Leute. Investigate the Opposition ist wieder in die Slums. Ich möchte mal zuerst wissen, was er will. Kann man Markel setzen? So ist ein Waypoint. Nicht wirklich. Na ja, gut, dann schauen wir halt, dass wir so hinfinden.
von da aus nach rechts. Da oben, kann das sein? Cool schaut das aus, Magnetic Bubble. Nice, das hätte ich gern weiter vorn. Wie kriege ich das weiter nach vorn? Ich weiß es nicht. So vielleicht? Ah ja, einfach draufdrucken. Das hätte ich gern auf. Auf 3. Und jetzt fällt mir die Mine aus und die Mine hätte ich gern auf 7. Nochmal zurück. Mine auf 7. Genau. Jetzt habe ich meine gelegt von lauter Freude. Talk to Master Connor. Talk to Sean Mentzer. Vielleicht meinen sie eben Master Connor. Hey Master. How are you, Zachariah? I'm fine. And you? Good. How may I be of service? About characters and factions. About different places. Na, gar nix. Sorry, dude. Ich würde gerne wissen, wieso irgendwer nach mir sucht. Vielleicht ist das eh der Schaumenzer. Zack, good to see you. How does Army life suit you? Pretty good, thanks. How are you? When's your next deployment? I do not know, but what I do know is this. They're going to be sending me to the front lines alongside all the others. That I'm certain. I want to make sure that none of us become close. No matter. You're not here to listen to my belly aches. Talk about one's progress? Was heißt das? My mission is to chase deserters and put an end to their life so that the scandal doesn't affect the army. A difficult mission, especially from a moral standpoint. Are you okay? Yes, it's raised some questions. It goes against what you've always taught me. The value of human life, that means nothing against the army's reputation. Well, it must have been a hard choice to make. We are at war, and alas, the simple fact justifies extremes. Whereas in the end, it is only politics. I am sorry, Zach. I hope that your next missions will be less difficult. I don't want you to become as jaded as I am. Goodbye, Sean. Goodbye, Zach. Na, was das a bromance? Sean und Zach sitting in a tree? Ian Mancer, what's to us? Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Irgendwer von euch Pisser wollte mir doch sagen. Also was jetzt? Schaut nicht so aus. Meine Jungs bleiben an der Eingangstür stehen. Ja gut, dann gehen wir halt. Dann gehen wir in unser Quartier. Und werden nächste Runde die Mission fortsetzen, indem wir schlicht und ergreifend ein bisschen uns umhören in die Slums. Ja, aber nächste Runde. Und in der Zwischenzeit gehen wir wirklich schlunzen, weil in dem Spiel muss man das tatsächlich tun. Wer nicht schläft, der wird schlechter. Ich finde nicht in mein Quartier. Ey, wo ist mein Quartier? Da muss doch irgendwo mein Quartier. Da ist mein Quartier, genau.
So. Gehen wir Mützen. Bevor wir Mützen gehen, sagen wir schönen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich schaltet das nächste Mal wieder ein beim Necromancer. Wir sehen nicht los. Beim Technomancer, Zachariah Mancer und Freunde kämpfen gegen die eigene Bevölkerung und gegen ihre eigenen moralischen Vorsätze und Vorbilder und Dogmen. Ja, okay, trotzdem lustig. Also ich finde das Spiel nicht schlecht. Ganz ehrlich, gefällt mir bis jetzt richtig gut. Wir sehen uns in Bälde wieder. Ich wünsche euch bis soweit ist eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Weile, bis auf weiteres. Out!